mit dem Literatur-Afterwork, mit dem dreisprachigen Literaturfestival Leseplatz, mit dem Literaturkurs und schlussendlich mit dem Bachmann-Preis bzw. den Tagen der deutschsprachigen Literatur ist so etwas wie eine literarische Hochsaison, in der die Literatur in Klagenfurt im Mittelpunkt steht. Der Stellenwert solcher Initiativen wie der heutigen, in einer Zeit, in der der Raum in den Medien für Literatur kleiner wird, gekürzt wird, in Zeiten, in welchen sogar angedacht wird, den Bachmann-Preis, die Tage der deutschsprachigen Literatur, eine der wichtigsten Literaturveranstaltungen überhaupt zu streichen. Die Bedeutung solcher Veranstaltungen wie der heutigen liegt also auf der Hand und ist nicht hoch genug einzuschätzen. Ich möchte an dieser Stelle Manuela Tertschnik begrüßen. Sie ist die Kulturamtsleiterin der Stadt Klagenfurt und auf sie gehen Initiativen, gehen die Veranstaltungsreihen, Literaturpicknick, Literatur-Afterwork und auch der Leseplatz zurück. Herzlich willkommen, Manuela Tertschnik. Mit diesen Veranstaltungen holt die Stadt Klagenfurt schon nun das dritte Jahr in Serie die Schreibenden aus ihren Schreibstuben heraus, die Lesenden sozusagen hinter ihren Ohrensesseln, bringt sie in den öffentlichen Raum, bringt die Literatur in den öffentlichen Raum und lässt den Kulturraum Klagenfurt zu einem Literaturraum werden. Einem Literaturraum, der bunt und vielfältig ist, wie die Texte, einzigartig und vielfältig, wie aber auch die Leserinnen und Leser, diejenigen, die den Text durch das Lesen eigentlich erst lebendig machen. Und es freut uns sehr, dass sich auch im heurigen Jahr Persönlichkeiten aus Kultur, aus den Medien, aus der Wirtschaft, aus dem öffentlichen Leben bereit erklärt haben, aus Texten zu lesen, die Ihnen wichtig sind. Herzlich willkommen Andrea Bergmann, Horst Ebner, Ilse Gerhardt, Emil Christoph, Herbert Reiner und Harald Raffer und Hansi Tomaschitsch, die heute aus Texten lesen werden, zu denen Sie eine besondere Beziehung haben. Herzlich willkommen. Ja, den Anfang macht Andrea Bergmann. Darf ich Sie gleich auf die Lesebühne bitten? Andrea Bergmann ist uns allen als engagierte Redakteurin, Politredakteurin der kleinen Zeitung bekannt. Als genaue Beobachterin, als profunde Kennerin und Analystin auch gesellschaftspolitischer Phänomene. Und da verwundert es nicht, dass sie sich eine Autorin ausgewählt hat, die sich ebenfalls durch gesellschaftspolitisches Engagement, aber auch durch Lebensfreude, durch Lebensgenuss auszeichnet. Andrea Bergmann hat sich Eva Rossmann ausgesucht. Frau Bergmann, was fasziniert Sie an der Autorin und ihren Texten? Ja, für mich war es schon eine bewusste Entscheidung, Eva Rossmann als Autorin, als Frau auszusuchen, als österreichische Autorin. Und für mich ist die Mischung aus Krimi, aus Kulinarik, aus Streifzügen durch österreichische Landschaften eine gute Mischung, die sie da so zusammenfügt. Ich finde es toll, wie sie spritzig, lustig mit Sprache umgeht, wie sie es auch als Journalistin gemacht hat, punktgenau formuliert. Unverblümt, manchmal schluckt man, wenn man gewisse Passagen liest. Das gefällt und deshalb habe ich mich heute für Eva Rossmann entschieden. Ja, vielleicht auch Parallele, weil sie journalistische Wurzeln hat, weil sie lange als Journalistin gearbeitet hat und den Satz einmal geschrieben hat, sie hat sich dann gegönnt, einen Krimi zu schreiben und das sich gönnen, einen Traum umzusetzen, das finde ich toll. Dankeschön. Ja, Andrea Bergmann liest aus Eva Rossmanns Krimi Unter Messer. Er ist 2011 erschienen. Die Hauptfigur in allen Eva Rossmann-Krimis ist übrigens auch eine Journalistin, Mira Jawlenski, die gemeinsam mit ihrer Freundin und gleichzeitig Putzfrau der bosnischstämmigen Vesna Krajina den Dingen auf den Grund geht. Unter Messer spielt im Milieu der Schönheitschirurgie, der Gesundheitsphilosophie, des Traums von der oder vielleicht auch des Geschäfts mit der ewigen Jugend. Andrea Bergmann, bitte. Danke, wobei die Eva Rossmann ja mit diesem Schönheitswahn auch sehr unverblümt kritisch umgeht, eine Position, die mir auch... Es ist zu erwarten. Und dann noch etwas, der Roman beginnt dann relativ schnell mit einer Leiche im Keller.
Und vielleicht war das unbewusst für mich auch die Entscheidung, diesen Roman genommen zu haben. Wir haben in Kärnten der Landespolitik zuletzt auch viele Leichen im Keller ausgegraben. Essigsäure. Ich merke, wie meine Handflächen feucht werden. Ich versuche ruhig zu atmen. Die Frau ist der Ohnmacht nahe, nicht imstande, sich zu wehren. Ich sehe den Behälter wie in Großaufnahme. Braunes Glasgefäß. Ich starre durch die Scheibe. Vorsichtig taucht ein Stäbchen in die Säure. Nein, bitte nicht. Nahezu liebevoll verätzt er ihr das Gesicht. Zuerst die linke Wange. Die Frau zuckt. Ob sie auch stöhnt, kann ich von ihr aus nicht hören. Dann die Nase. Ich bin nahe genug, um zu erkennen, dass die Haut der Frau bleich, fast weiß wird. Jetzt liegt sie ruhig, zu ruhig. Ich muss raus hier. Ich habe Professor Grünwald nicht kommen gehört. Ich sehe ihn voll Panik an. Ich sollte ruhig bleiben. Trichloressigsäure, murmelt er mir zu und beobachtet ungerührt, was sich hinter der Scheibe abspielt. Wir können es natürlich auch mit Phenollösung machen. Das geht noch tiefer. Sie ist ganz bleich, antworte ich und versuche, meinen Atem unter Kontrolle zu halten. Das ist gut so, erwidert der Professor und sieht mich forschend an. Wie wär's mit Ihnen? Ich schüttle den Kopf, will lächeln, es misslingt. Wie komme ich hier ohne Gesichtsverlust raus? Ohne Gesichtsverlust, wie passend, Mira. So ein mitteltiefes Peeling tut Reiferhaut ausgesprochen gut, fährt der Professor fort. Impfungen, Spritzen lasse ich mir nur geben, wenn es unvermeidlich ist. Dass jemand meine vielleicht noch nicht mehr ganz taufrische, aber immerhin gesunde Haut verätzt, damit sie angeblich jünger, glatter nachwächst, passt einfach nicht zu meinem Lebenskonzept oder zu meiner Feigheit. Gar nichts zu reden von anderen Wohltaten wie Fettabsaugung oder Lifting. Aber ich bin ja auch nicht hier, um mich verjüngen zu lassen. Ich bin hier, weil ich an einer Reportage über ästhetische Chirurgie arbeite. Und Professor Grünwald ist eben der Star unter den vielen, die uns neue Schönheit, neues Glück und neue Jugend versprechen. Kulturredakteur, schon im zarten Alter von 20 Jahren, stimmt das, habe ich gelesen, seit 1991 beim ORF Landesstudio Kärnten tätig. Er hat Großprojekte, große Reportagen über künstlerische Ereignisse und Projekte wie das Glastheater auf der Heuenburg, die Künstlerstadt Gmünd und andere Dinge gemacht, nicht nur für den ORF, auch für Dreisat, für Bayern Alpha und hat somit diese Ereignisse in Kärnten über die Grenzen des Landes hinaus bekannt gemacht. Vielleicht verbinden Sie mit Horst Ebner wie ich, aber auch seine einfühlsamen und gleichzeitig eindrücklichen filmischen Porträts, die er von Autorinnen und Autoren, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Tage der deutschsprachigen Literatur einfängt, eingefangen hat. Eingefangen hat, jetzt mache ich es ja nicht mehr. Denn jetzt, wie Sie sicherlich alle wissen, seit heuer ist Horst Ebner als Leiter, als Koordinator der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt tätig. Er hat einen Roman ausgewählt, einen Klassiker der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts von Michail Bulgakov. Wie man auch immer es aussprechen will, Bulgakov. Ein Russe hat mir einmal gesagt, Bulgakov passt. Bulgakov, Michail Bulgakov. Ende des 19. Jahrhunderts in Kiew geboren, 1940 in Moskau gestorben. Meister und Margarita ist sein Hauptwerk. Er hat ihn über einen längeren Zeitraum hinweg von 1928 bis 1940 geschrieben. Die letzte Fassung sozusagen als kranker Mann seiner Frau diktiert und die Veröffentlichung hat er nicht mehr erlebt. Die war zuerst in Fortsetzungen in der Zeitschrift Moskwa im Jahr 1966 in höchst zensurierter Form und hat einen Hype, einen Run auf die zensurierten Teile ausgelöst, die unter der Hand verbreitet wurden. Und ich glaube, erst in den 70er Jahren hat dieser Roman erstmals in ungekürzter Version sozusagen das Licht der Welt erblickt. Seite der russischen Seele. Naja, in diesem Fall ist es ja so, dass dieses Buch wirklich alles Mögliche abdeckt, du hast es schon gesagt. Und es ist natürlich auch eine Satire auf das Russland der 30er Jahre, auch auf die staatliche Literaturgesellschaft, also wo die Literaturapparatschiks sitzen und die hat Bulgakov ordentlich vor sich her geohrfeigt.
Und das ist schon ganz schön. Und ich habe mir gedacht, also einen Querschnitt aus dem zu lesen, ist sinnlos. Aber nachdem ja auch der Teufel in Moskau auftritt und dort sein Unwesen treibt, da ist dann das Faustische drinnen und wer kommt mit Margarita zusammen, den natürlich nicht von ungefähr, so wie das Gretchen heißt. Also es ist eine hochkomplexe Geschichte. Jedenfalls wird diese Margarita, die ja die Geliebte des Meisters ist, zu einem Frühlingsball des Teufels geladen. Und sie bricht auf in Moskau. Und genau diese Passage, das Kapitel 21, der Flug, das möchte ich vorlesen. Zumindest einen Teil davon, weil die Zeit ist schon relativ knapp. Ich habe gehört, um 20 Uhr gibt es da drüben Musik und es wollen ja noch ein paar andere drankommen. Okay, der Flug. Unsichtbar und frei, unsichtbar und frei. Margarete sauste über die Gasse und gelangte sogleich in eine zweite, die zu der ersten quer verlief, geflickt und gestopft, gekrümmt und lang. Aber auch eine unsichtbare und freie muss selbst dann, wenn sie sich vergnügt, wenigstens etwas vernünftig sein. Wie durch ein Wunder gelang es Margarita, vor einer verbogenen Straßenlaterne an der Ecke zu bremsen und eben noch auszuweichen. Das war ja noch einmal gut gegangen. Sie drückte sich fester an den Stiel, drosselte ein wenig die Geschwindigkeit und gab jetzt mehr Acht auf elektrische Kabel und Aushängeschilder über den Gehsteigen. Die dritte Gasse führte zum Arbat. Hier begriff Margarita drei Dinge. Der Besen reagierte schon auf die kleinste Bewegung der Arme und Beine. Über der Stadt galt es aufzupassen und nicht allzu stürmisch zu sein. Der Flug ist tatsächlich für die da unten vollkommen unsichtbar. Kein Heben der Köpfe, kein Geschrei, schau, schau. Kein Springen zur Seite, keine Schwächeanfälle, kein Gekreisch, kein wildes Gelächter. Margarita glitt lautlos, sehr langsam, nicht hoch. Aber kurz vor dem knallig bestrahlten Abad flog sie dennoch zu unkonzentriert und schlug sich die Schulter an irgendeinem Leuchtschild, das einen Pfeil zeigte. Das machte sie wütend, also zügelte sie den zahmen Besen, holte seitlich aus, stürzte sich unvermittelt auf das Schild und ließ es mit der Spitze des Stiels zerbersten. Klirrend regnete es Splitter. Die Passanten zuckten erschrocken zusammen, von Ferne erklang eine Trillerpfeife. Und wozu war das alles jetzt gut? Margarita kullerte sich vor Lachen. Sie dachte, am Arbat ist Vorsicht geboten. Dort ist so vieles durcheinander gerührt, dass einem der Kopf schwirrt. Zwischen den Oberleitungen tauchte sie ab, unter ihr schwammen Becher von Autobussen und Personenwagen. Über den Gehsteig Ströme von Käppis zerliefen und rannen in die flammenden Schlünde der Nachtgeschäfte. So ein Gequirl, dachte Margarita verärgert, eng wie in einer Sardinenbüchse. Sie durchquerte den Arbat, segelte aufwärts zum dritten Stock, vorbei an den grellen Röhren des Ecktheaters und dann in die schmale Gasse mit den hohen Häusern hinein. Alle Fenster standen weit offen und aus jedem schepperte Radiomusik. Neugierig schaute Margarita in eines davon, Küchenzimmer. Zwei Spirituskocher heulend auf dem Herd, zwei Frauen, Löffel in der Hand, zankend. Und das Licht im Klo gehört ausgeknipst, ist das klar? Sagt die eine. Sonst werden sie nämlich ausquartiert. Jawohl, das werden sie. Ich werde es beantragen. Sie sind mir ja eine, parierte die andere. Ihr seid mir ja welche, sagte Margarita und gelangte vom Fensterbrett in die Küche. Die beiden Zankenden blickten nach der Stimme und erstarrten samt ihren schmutzigen Löffeln. Der ehemalige Journalistin zu Gast, die Journalisten, die ja heute sehr stark vertreten sind und vor allem auch so etwas wie ein Anker, wenn ich das so sagen darf, des kulturpolitischen Engagements in Kärnten. Ilse Gerhardt ist in St. Veit an der Glan geboren. Ihre vielseitigen Interessen haben sich auch in einer vielfältigen Studienwahl niedergeschlagen. Sie hat Medizin, Geschichte, ich glaube auch Germanistik studiert. Philosophie studiert. Sie war jahrzehntelang als Journalistin in Kärnten tätig und hat die Printmedien, aber auch ORF und Rundfunk und Fernsehen geprägt. Was sie besonders auszeichnet, auch als Funktionärin, beispielsweise in ihrer Zeit als Obfrau der
österreichisch-israelischen Gesellschaft Kärnten oder als Funktionärin des Vereins Memorial Kärnten Koroschka zur Erinnerung an die Opfer des Nationalregimes oder jüngst als Obfrau der Interessensgemeinschaft Autorinnen und Autoren. Sie setzt ihre Anliegen und ihre Überzeugungen in die Tat um. Sie organisiert Veranstaltungen, Reisen, Gespräche. Sie bringt Menschen und Themen einander näher. Ein sehr gescheiter, kluger, religionsfester Mann. Im Buch beginnt er als Manes, der Junge, dessen Katze schon also von den Verfolgern umgebracht und in einem Sarg begraben wurde. Und ich habe da zwei Szenen, also das verschneidet sich, also die Geschichte des Urans und die Geschichte des Viktor. Der Viktor ist ja eigentlich der Menasse. Und der ist auf der Suche nach dem Schicksal seines Urans. Und damit möchte ich beginnen mit der Inquisition. Und es wird Ihnen trotz der Kälte heute ein bisschen heiß werden. Denn, und das muss ich noch dazu sagen, die Art, wie die Inquisition durchgeführt wird, erinnert sehr an die Hitlerzeit und an etwaige spätere Phänomene. Geld der Krone, aber vor allem auch das eingezogene Vermögen derer, die in die Hände der Inquisition fielen. Lange gewachsene und sorgfältige Geschäftsbeziehungen von Kaufleuten, die nun im Verlies der Casa della Misericordia lagen, fielen Männern in die Hände, die zuvor deren Schreiber, nicht selten bloß deren Kutscher waren. Sie warfen Münzen und Gold auf den Markt, erschöpften sie es aus den Brunnen ihrer neuen Häuser. Enteignete, danach geplünderte und verwüstete Häuser mussten wiederhergestellt und neu eingerichtet werden. Von Familien, die jeden Preis für Brasil Holz zu zahlen bereit waren. Es waren goldene Zeiten. Auf der Fassade der Casa da Misericordia wurde das Emblem der Inquisition, der sogenannte Standard, in massivem Gold angebracht. Ein Schwert, ein Kreuz, ein abgeschnittener Ast. Darunter die Lettern MEJ. Als ich das goldene Schwert dieses Wappens aus dem noch feuchten neuen Verputz des Gebäudes löste und des Nachts zu Boden donnerte, war es binnen weniger Minuten spurlos verschwunden. Menschen, die aufgrund des Krachs aus ihren Häusern gekommen waren, sahen nur noch das Fehlen dieser geschätzten 4 Pfund Gold. Sie lachten und lachten. Ihr Gejohle drang in die Verliese der Casa. Für die Menschen am Platz war es, als wäre eine Nickelmünze verloren gegangen. Das Schwert machten Nachtarbeit. Hoho. Es kreisten Flaschen von Bagasso. Hoho. Wo war das Schwert? Bei den Oliveras? Bei den Soeros? Das Schwert Gottes am Werk. Hoho. 4 Tage später war das Schwert im Wappen ersetzt. Gold strömte im Überfluss nach Comesos. Altchristen in ihren neuen Häusern überlegten bereits, ihre Höfe mit Gold zu pflastern. Und an eben diesem Tag, als das Schwert an die Fassade der Casa zurückkehrte, knapp ein Jahr nach dem Katzenbegräbnis, wurde Antonia Soera verhaftet. Gaspar Rodriguez hatte im zweiten strengen Verhör seine Frau beschuldigt, ihn zum Judaisieren angestiftet zu haben. Der nächste an der Reihe ist Harald Raffer. Auch er hat einen journalistischen Hintergrund. Auch er ist ein umtriebiger und engagierter Mensch. Bitte auf die Lesebühne zu kommen. Harald Raffer hat seine journalistische Heimat, wie ich gelesen habe, in ihrem E-Mail ab dem 17. beziehungsweise sogar schon ab dem 15. Lebensjahr im Zusammenhang eines Ferialpraktikums bei der Kärntner Tageszeitung begründet. Das ist richtig und seitdem bin ich vom Journalistenfieber befallen. Auch wenn ich jetzt etwas anders mache, ich bin Unternehmenssprecher einer großen Firma, ich kann nicht sagen, glaube ich, Stadtwerke Gruppe. Das Journalistische verlernt man nie und man bleibt immer dem Schreiben verfallen und natürlich dann auch dem Lesen.
Ja, und in unserem Zusammenhang besonders wichtig, Harald Raffer hat den Lyrikpreis der Stadtwerke-Gruppe ins Leben gerufen. Ein Preis, der heuer nun schon zum 6. Mal, glaube ich, in Serie vergeben werden wird. In der Jury finden sich Persönlichkeiten, Autorinnen, Autoren wie Josef Winkler, Egit Gstettner. Ich glaube, Frau Gerhard, auch Sie gehören dieser Jury an. Ja, und was sein Leseverhalten betrifft, bezeichnet sich Harald Raffer als unverbesserliche Leseratte von der Speisekarte bis zur Weltliteratur. Heute hat er sich für Weltliteratur entschieden, für Josef Roth, einen Zeitgenossen Bulgakovs übrigens, den wir heute schon kennenlernen konnten. Josef Roth als Moses Josef Roth, auch Ende des 19. Jahrhunderts in Ostgalizien geboren, gestorben 1939 im Pariser Exil. Ein Autor, für den der abwesende Vater, der dem Wahnsinn wahrscheinlich verfallen ist und irgendwo bei einem Verwandten gelebt hat. Und Wahnsinn wurde im jüdischen Zusammenhang als Fluch, als Strafe Gottes auch angesehen. Also war eine schlimme Situation, der abwesende Vater und dann der Zusammenbruch der Monarchie, der Untergang Österreich-Ungarns. Josef Roth ist beim Begräbnis des Kaisers im Spalier gestanden, als der Sarg vorbeigezogen oder getragen wurde. Das prägende Ereignis für ihn, dass er in den Romanen Kapuzinergruft und Radetzky-Marsch verarbeitet hat. Harald Raffer hat sich für einen weniger bekannten Text des Autors, auch für einen etwas früheren Text, entschieden, für Spinnennetz, 1923, ebenfalls als Fortsetzungsroman in der Wiener Arbeiterzeitung zunächst erschienen. Und es geht um einen Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg. Können Sie uns einleitend noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, zunächst einmal, ich werde die mir angedrohten 15 Minuten einhalten. Den Roman, der vor mir liegt, da habe ich zuerst gedacht, ich werde verschiedene Teile herauslesen. Das bringt bei diesem Roman wenig. Ich glaube, es ist einfach gut, die Einleitung Ihnen näher zu bringen, weil diese Einleitung schon sehr viel über den Hauptdarsteller, einem aus dem Weltkrieg zurückgekehrten Leutnant, Ersten Weltkrieg natürlich, zeigt, der als Mitläufer beschrieben wird, ein Mitläufer, der mit aller Gewalt an die Macht kommen will. Das Interessante dabei ist, Josef Roth hat diesen ersten Roman 1923, wie schon erwähnt, geschrieben und hat eigentlich die gesamte grausame Hitler-Geschichte, das Hitler-Regime, die Nazis schon in diesem Roman vorweggenommen. Er beschreibt einen Mitläufer, der im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht, der mordet, der nur auf Besitz aus ist, aufs Weiterkommen. Und der natürlich versucht, andere Leute zu unterdrücken, nur seines Vorteils willens. Ich denke mir, wenn wir morgen, was wir doch nicht wünschen, eine Diktatur hätten, würden wir plötzlich viele Leutnantslose, wie sie hier heißen, zu Gesicht bekommen. Es würden wahrscheinlich einige Leute mit Blockwartmentalität hervortreten, die heute uns freundlich gegenüberstehen. Und deshalb ist dieses Buch nach wie vor aktuell. Man merkt, dass also auch Josef Roth Journalist war. Er war das auch jahrzehntelang. Er schreibt für meine Begriffe also wirklich sehr wie mit dem Seziermesser. Er lässt das Geschnörkelte beiseite. Er beschreibt wirklich die wichtigsten Umstände und er verschont also den Leser nicht. Man wird hier bei diesem Roman wirklich mitgerissen und für mich, ich habe dieses Buch 3-4 Mal gelesen, was auch bei anderer Weltliteratur eigentlich bei mir nicht vorkommt, das ist wirklich der Roth hatte hier eine hellseherische Fähigkeit, wie er hier den Aufmarsch Hitlers schon vorweggenommen hat, wie das Nazi-Regime und alle in Gräuen vorweggenommen hat und wie er vor feige Mitläufer und Opportunisten ja, warnt. Das ist also eine Warnung vor Leute, die nicht einmal vor Karrieristen, sondern vor Leute, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, tatsächlich über Leichen gehen, nur um ihren Vorteils willen. Das geht eigentlich zuerst um einen harmlos wirkenden Leutnant und Hauslehrer, der dann die Möglichkeit hat, hier verschiedene Geheimbünde und anderen Organisationen anzugehören, der zum Ausländerfeind wird, zum Judenhasser, also all diese Dinge, die leider Gottes dann ja auch bekannt geworden sind und die eine fürchterliche Zeit eigentlich beschreiben. Und das Faszinierende eben daran ist für mich,
dass Josef Roth, selbst Jude, 1923 das schon in erschreckenden Details vorweggenommen hat. Theodor wuchs im Hause seines Vaters heran, des Bahnzollrevisors und gewesenen Wachtmeisters Wilhelm Lohse. Der kleine Theodor war ein blonder, strebsamer und gesitterter Knabe. Er hatte die Bedeutung, die er später erhielt, sehnsüchtig erhofft, aber niemals an sie zu glauben gewagt. Man kann sagen, er übertraf die Erwartungen, die er niemals auf sich gesetzt hatte. Der alte Lohse erlebte die Größe seines Sohnes nicht mehr. Dem Bahnzollrevisor war nur vergönnt gewesen, Theodor in der Uniform eines Reserveleutnants zu schauen. Mehr hatte sich der Alte niemals gewünscht. Er starb im vierten Jahr des Großen Krieges und den letzten Augenblick seines Lebens verherrlichte der Gedanke, dass hinter dem Sarge der Leutnant Theodor Lohse schreiten würde. Ein Jahr später war Theodor nicht mehr Leutnant, sondern Hörer der Rechte und Hauslehrer beim Juwelier Efrussi. Im Hause des Juweliers bekam er jeden Tag weißen Kaffee mit Haut und eine Schinkensemmel und jeden Monat ein Honorar. Es waren die Grundlagen seiner materiellen Existenz. Denn bei der technischen Nothilfe, zu deren Mitgliedern er zählte, gab es selten Arbeit und die seltene war hart und mäßig bezahlt. Vom wirtschaftlichen Verband der Reserveoffiziere bezog Theodor einmal wöchentlich Hülsenfrüchte. Diese teilte er mit Mutter und Schwestern, in deren Haus er lebte. Geduldet, nicht wohl gelitten, wenig beachtet und wenn es dennoch geschah, mit Geringschätzung bedacht. Angestrengt Acht geben, um nicht wieder an sie zu stoßen. Dennoch ereignete es sich. Eifrig beschreitete er sich auf das bereitete er sich auf den Moment des Ausstellens vor. Aber früher, als er gedacht hatte, hielt der Wagen und nun war keine Zeit mehr auszustellen, ihr hilfreich anzubieten. Er blieb sitzen und ließ sie warten. Da sehen jetzt ein paar Zeilen aus. Manchmal überfiel ihn sein eigener Stolz wie eine fremde Gewalt und er fürchtete seine Wünsche, die ihn gefangen hielten. Aber so oft er durch die Straßen ging, hörte er Millionen fremder Stimmen, flimmerten Millionen Buntheiten vor seinen Augen, die Schätze der Welt klangen und leuchteten. Musik wehte aus offenen Fenstern, süßer Luft von schreitenden Frauen, Stolz und Gewalt von sicheren Männern. So oft er durch das Brandenburger Tor ging, träumte er den alten verlorenen Traum vom siegreichen Einzug auf schneeweißem Ross, als berittener Hauptmann an der Spitze seiner Kompanie, von tausenden Frauen beachtet, vielleicht von manchen geküsst, von Fahnen umflattert und von Jubel umbraust. Diesen Traum hat er in sich getragen und liebevoll genährt vom ersten Augenblick seines freiwilligen Eintritts in die Kaserne, durch die Entbehrungen und Lebensnöte des bitteren Krieges. Die schmerzende Beschimpfung des Wachtmeisters auf der Exerzierwiese hatte diesen Traum gelindert. Den Hunger auf tagelangem Marsch, das brennende Weh in den Knien, den Arrest in unklarer Zelle, das betäubende, qualvolle Weiß der verschneiten Weihnachtspost, den stechenden Frust in den Sehnen. Der Traum drängte zum Ausdruck wie eine Krankheit, wie lange unsichtbar in Gedanken, Nerven, Muskeln, Leben und alle Blutgefäße des Körpers erfüllt. Und zufolge jener unbekannten Gewalt, welche Theodor oft geholfen hatte und die ihn lehrte, dass der Erfüllung jeder qualvollen Sehnsucht im letzten Moment eine günstige äußere Bedingung auf heiligem Weg entgegenkommt. Ereignete sich, dass er einen Dr. Trebitsch im Hause Erfurt kennenlernte. Also dieser Dr. Trebitsch, um das gleich weiter zu erzählen, war dann ein Ansprechpartner einer Geheimorganisation, in der er sich angebiedert hat. Und durch diese Geheimorganisation wollte er noch zur Macht und Ruhm und Ansehen kommen. Und Lohse hat es auch bis zu einem gewissen Grad geschafft, den Trebitsch einzuwickeln und wurde aber auch von ihm missbraucht. Nummer 5, Stevil Capet, Emil Christoph, auf die Lesebühne bitte. Emil Christoph ist Ihnen sicherlich allen bekannt. Er ist Kulturschaffender, er ist Musiker, er ist Kulturpromotor. Er hat Schlagzeug studiert, hat auch ein Drum-Diplom. Er ist seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, Co-Geschäftsführer des Universitätszentrums Unicum und als solcher
Initiator, Organisator, Ideengeber vieler interdisziplinärer Projekte, zuletzt etwa des künstlerischen Großprojekts Lendspiels, wo entlang des Lendkanals vor ein paar Tagen an bestimmten Stationen, an besonderen Punkten künstlerische Begegnungen, Aktionen stattgefunden haben. Emil Christoph steht für mich aber auch für gelebte Zwei- und eigentlich Mehrsprachigkeit. Er lebt, er verkörpert auch die Kultur des Alpen-Adria-Raums. Internationalität zeigt sich auch in seiner Studienwahl. Er hat Geografie und Englisch studiert, aber er ist jemand, der eigentlich nicht sehr weit reisen muss, um das Besondere zu finden, der vielmehr das Eigene auch im Fremden findet, das Fremde im Eigenen, das Weite auch in der Nähe und umgekehrt, was er in vielen Wanderungen mit dem Unikum im Alpen-Adria-Raum, im Karst, aber auch in entlegeneren Gebieten in der Nähe, in entlegeneren Talschaften erkundet und erforscht. Folgerichtig auch deine Lektürewahl. Es ist der 2011 im Drava Verlag erschienene Atlas der besonderen Orte. Und in 24 Kategorien eingeteilt haben. Aber der größte Vorteil dieses Buches ist, dass uns der renommierteste passend für meinen Zweitberuf, in dem ich ja Schlagzeuger bin. Ich hoffe, die marschieren nicht hier vorbei, weil das wäre ein Glück. Hört man es? Man hört mich, glaube ich, trotzdem ganz gut, oder? Der größte Vorteil dieses Buches ist aber, dass eben, wie gesagt, der renommierte slowenische Autor Drago Janča die Regie berät noch ein bisschen den Verlauf des heutigen Abends. Ich wollte immer schon einmal zur Musikbegleitung lesen, allerdings habe ich mir das anders vorgestellt. Also Drago Janča hat ein Vorwort geschrieben, das Johann Strutz übersetzt, indem ich diesen wunderbaren Text vorlese, zum Großteil auf Deutsch, zu einem kurzen Teil auch auf Slowenisch. Über einen ganz besonderen Atlas. Das Wort Atlas weckt im Schreiber dieser Zeilen die Erinnerung an ein Schulbuch mit dem Bild eines muskulösen, nach vorn gebeugten Mannes, der auf seinen Schultern nichts Geringeres als die Erdkugel trägt. Nach altgriechischer Überlieferung ist es eigentlich das Himmelsgewölbe, aber in dem einen wie in dem anderen Fall die Welt, die ganze Welt. In diesem Buch unternahm der Knabe viele Reisen. Sogar ins Bett nahm er es mit, in der kleinen Wohnung im Vorort Studenci am Rande von Maribor, der Stadt an der Grenze zwischen dem damaligen Jugoslawien und Österreich. Der Stadtteil Studenci erschien ihm ziemlich unwichtig, schon wegen seiner Benennung nach den Kaltwasserquellen am Ufer der Drau, wo die Wäscherinnen mit klammen Fingern die nassen Tücher an die steinerne Umfassung des Bassins klatschten. Das schmutzige Seifenwasser wurde in den Fluss gespült, von der anderen Seite plätscherte frisches, sauberes Wasser ins Bassin. Er hatte sich oft gewundert, dass ein Ort seinen Namen von einer so unbedeutenden Sache, wie es diese Quelle war, bekommen konnte. Der Ort war nebensächlich, die Stadt Maribor jedoch, zu der er gehörte, gab schon mehr her. Sie hatte zwei Kinos, deren Namen an die Arbeiter- und Widerstandsbewegung erinnerten. Udarnik und Partisan. Kismga Srečao im Predleti in Kibilako nosil častni naziv prvi potepuh med Alpami in Jadranom. Skrivnostni popotnik, ki sam sebe imenuje besedni tihotapec. Ta človek, ime mu je Ludvik Hartinga, je stopil v vsako vas na tem področju, splezal na vse vrhove, hodil ob vseh potokih in na vseh gozdnih jasah bredil skozi jutranjo roso. Takrat, ko sem z otroško radovednostjo listal po knjigi Oceanov in velemest, še nisem vedel, da je velik in zanimiv svet povsod okrog mene. Srečati sem moral tega
besednega tihotapca, ki me je napotil v Topolove, človeka, ki že dolgo ve, da je svet zanimiv, ker so v njem tako zanimivi in tako posebne, zanimive in posebne besede, kot je to obronek in tolmun. Besede so slovenske in mož, ki jih ti potapi v svoji torbi in glavi, je prepričan, da je z vsakega potovanja po teh pokrajinah treba odnesti nekaj besed, nemških, slovenskih, italijanskih ali furlanskih. Kakor obstajajo posebni kraji, ki so jih izbrali naši popotniki in potepuhi v tem atlasu posebnih krajev, tako gotovo obstaja še neizdan slovar posebnih besed, ki ga pozna moj znanc, besedni tihotapec. Opisovalci posebnih krajev poznajo posebne besede, poznajo tudi katalog posebnih razpoložen, ki še niso registrirana v debelih umetnostnih zgodovinah. Am alten Platz gewissermaßen zu Hause. Sie sind Geschäftsführer von, ich weiß nicht, darf man das sagen, Werbung betreiben. Ja, aber es sind Geschäfte, die vor allem uns Frauen, für uns Frauen unwiderstehlich sind. Es ist Ricky Reiner und Benetton, die sie seit vielen Jahren leiten. Überhaupt scheint sie ein Interesse für die schönen Dinge des Lebens, für das Ästhetische, für die Ästhetik auszuzeichnen. Sie lieben Mode, Design, interessieren sich für Architektur, aber auch für Sprachen, insbesondere für das Italienische, sind auch Vizepräsident der Dante Alighieri Gesellschaft und engagieren sich auch für die Belebung der Fußgängerzone im positiven Sinn. Sie sind Vorstandsmitglied der Interessensgemeinschaft der Fußgängerzone und haben mir in Ihrem E-Mail so etwas wie ein Glaubensbekenntnis formuliert, das mir sehr gut gefallen hat. Sie haben geschrieben, Sie glauben an die Belebung der Fußgängerzone durch kulturelle Projekte. Das ist richtig und da gibt es auch einiges, was für das nächste Jahr geplant ist, in Zusammenarbeit mit der Frau Tertschnik auch. Also da sind einige Überraschungen für nächstes Jahr geplant. Das sind wir schon gespannt. Ebenso wie wir gespannt sind auf die Lektüre, die Sie für uns vorbereitet haben. Es ist ein Kurzkrimi aus einer Krimisammlung, also Verbrechen und Kulinarik wird auch hier verbunden. Die Lesung knüpft sozusagen an die erste Lesung gewissermaßen an Eva Rossmann. In dem Buch, aus dem Sie lesen werden, zwischen Lachs und Lametta, einer Krimisammlung von 21 internationalen Krimiautorinnen und Autoren, haben Sie den Krimi einer französischen Autorin, die ich hoffentlich richtig ausspreche, Virginie Brach. Oder ich nehme es einmal an, ich probiere es genauso wie Sie. Ausgewählt, er heißt Gefährliche Pfingsten und wir sind neugierig, was Sie uns kredenzen werden. Strich über die lavendelblauen Wände des Schlafzimmers und ruhte für eine Weile auf einem Gemälde, das in einer Galerie im Quartier Latin gekauft hatte. Die Leinenbettwäsche verströmte den Duft ihres teuren Parfums. Maria, die Köchin, hatte das Frühstückstablett. Schwarzer Kaffee, Toast, selbstgemachte Marmelade von Aprikosen aus dem Garten auf die Konsole gestellt. Der Schöpfer dieses Wunders, Jean-Pierre, ihr Ehemann, hatte gerade geduscht und trat aus dem Badezimmer. Bevor er den Raum durchquerte, verknotete er diskret ein Handtuch um seine Hüften. Sein Bürstenschnitt, seine kurzen weißen Haare, der dicke Bauch, der kräftige Nacken, alles an ihm rührte sie. Wie jeden Morgen seit 5 Jahren schenkte sie ihm ein Lächeln voller Dankbarkeit, dass es ihn gab. »Habe ich dich geweckt?«, fragte er besorgt. »Aber nein, ich habe sehr gut geschlafen.« »Wann kommt sie?« »Um 10. Entschuldige bitte nochmals, dass ich dir die Anwesenheit meiner Sekretärin zumute. Doch im Augenblick mit dieser Fusion ist das wahrlich...« »Ist schon gut, mir ist lieber, du arbeitest zu Hause, dann bist du wenigstens in meiner Nähe.« »Die Kinder bereiten mir Kopfzerbrechen«, brummte er. »Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sie sie mitbringt.« Natalie lachte leise. »Du träumst, mein Schatz. Sie hatte das vielleicht nicht so deutlich gesagt, aber ohne die Kinder wäre sie gar nicht erst gekommen. Du hast dich im Gegenteil sehr geschickt verhalten.« Jean-Pierre sagte sich, dass sie nicht ganz Unrecht hatte. Seine Sekretärin, im Übrigen eine echte Perle, hatte nur einen einzigen Fehler. Ihre Töchter, die sie seit dem Scheitern ihrer Ehe allein großzog, kamen für sie immer an erster Stelle. Nicht um alles Gold der Welt hätte sie die Mädchen über das Pfingstwochenende irgendeiner Babysitterin überlassen.
Was wirst du denn mit ihnen unternehmen, während wir arbeiten, fragte er. Mach dir mal keine Gedanken. Sie können im Pool baden, Maria Kuchen backen. Er bewunderte ihre Gelassenheit. Natalie machte niemals Umstände. Mein Herr, eLab Cross Media, ein Laboratorium des Wandels des Analogen zum Digitalen ist. Und so verstehe ich mich immer auch ein bisschen als Mittler, als Übersetzer, im wörtlichen Sinn als einer, der in zwei Sprachen und Kulturen lebt, aber auch im übertragenen Sinn, nämlich als Mittler zwischen der digitalen und der analogen Welt, der Digital Natives und unserer alten Welt, in der noch Kassettenrekorder bedient wurden. Ja, und natürlich, ich lese gern noch Bücher, solche richtigen, mit Einband und Papier zwischendrin. Aber auch hier klopft der Wandel schon an die Tür. Es bleibt spannend. Hansi Domaschicks Selbstbeschreibung. Er hat für heute einen Autor ausgewählt, einen großen der slowenischen, der europäischen Literatur, Boris Pachor, 1913 in Triest geboren, ja, der heuer, im August, glaube ich, seinen 100. Geburtstag feiern wird. Genau in zwei Monaten, am 26. August, hat er 100 Jahre, ist er 100 Jahre. Einen, dass Kärntner Verlage sich um die Übersetzung ins Deutsche des Autors verdient gemacht haben. Das war die Mohorjeva Saloschba, der Hermagoras Verlag und auch der Kitab Verlag in Klagenfurt. Und Sie werden heute aus dem Buch Piazza Oberdan lesen. Das ist ein Platz, anhand dessen Pachor die Geschichte der Slowenen in Triest erzählt. Wenn Sie noch ein bisschen was zum Buch sagen, ja. Und dann ja. Darf ich um Ihre Lesung bitten? Guten Abend, den Unerschrockenen, die noch hier ausharren. Ich verspreche Ihnen, dass ich schnell lesen werde und eigentlich nur drei Stellen aus diesem Buch kurz anreißen werde. Das macht aber nichts, weil das Buch ist sozusagen sehr fragmentarisch aufgebaut, aber eben gerade deswegen so spannend, weil du hast früher erwähnt, mit dem Wandel, auch Boris Pachor ist ein Mensch, der den Wandel aber so wie kein zweiter lebt. Also ich habe ihn heuer miterlebt, die Kärntner Slowenen haben ihm den Einspielerpreis verliehen und er ist 100 Jahre alt, aber sowas von jung, lebendig, muss man erst einmal einen Menschen erleben. Und in diesem Buch beschreibt er anhand dieses Platzes, Piazza Oberdan, Triest und die Geschichte der Slowenen dort. Und meine Motivation war, ich habe jetzt den Ö1 Buchempfehlungen des Sommers entnommen, dass es ein sehr erfolgreiches Buch gibt, das heißt Slow Travel, über die langsame Kunst des Reisens, und dort empfiehlt der Autor, Dan Kierkegaard oder wie er heißt, man soll, wenn man in eine fremde Stadt reist, Autoren von dort lesen. Also ich empfehle Ihnen wärmstens, dass Sie sich für Boris Pachor erwärmen und dieses Buch lesen. Wenn Sie das nächste Mal nach Triest fahren, wird es also sozusagen ein ganz ein anderes Erlebnis sein. Auszüge lesen, also der erste Auszug ist aus dem Jahre 1920, ein traumatisches Erlebnis für die Slowenen dort. Sie haben am Anfang des Jahrhunderts dort ein Narodni Dom, ein Haus gebaut, wo sie ihr Kulturzentrum gehabt haben, und an diesem Tag, das war der 13. Juli 1920, wurde dieses Haus niedergebrannt. Und Boris Pachor beschreibt das so: Mir fehlten damals gerade einmal ein Monat zur Vollendung des 7. Lebensjahres. Unsere Familie lebte in der Via Commerciale, weit oben, wo man vor die Straßenbahn nach Obcine eine Maschine vorgespannt hat. Heute wird die Bahn von einem Kabel gezogen. Einst aber hatte sie sich, als sie sich über die Steigung mühte, mit einem Zahnrad in eine zusätzliche Eisenbahnschiene in der Mitte hineinzufressen. Wir wohnten in einer kleinen Behausung unter dem Erdgeschoss, worin mein Vater genötigt war, Zuflucht zu nehmen, weil er keine angemessene Wohnung mieten konnte. Er hatte nämlich für einen Freund gebürgt, der ein Pelzgeschäft gegründet hatte und in Konkurs ging, worauf mein Vater lange Jahre die Schulden zurückzuzahlen hatte.
An jenem Nachmittag des 13. Juli 1920 hatte sich der Himmel vor Sonnenuntergang blutrot verfärbt. Und gleichzeitig hatten wir in unserem unterirdischen Raum vom Brand erfahren und verspürten ihn auch in der Luft. Denn von der Piazza bis zum Haus, wo wir uns befanden, ist es nur eine kurze Luftlinie. Das Gesicht meiner Mutter war eingefallen und bestürzt. Die Atmosphäre war sowieso ahnungsvoll mit Untergangsvorstellungen geschwängert. Mit meiner Schwester Evelina, die 3 Jahre jünger war als ich, war ich eingeschüchtert und gleichzeitig bestürzt, so dass wir uns aus jenem Loch retten wollten, indem wir mehr als gewöhnlich das Gefühl einer besonderen Ausweglosigkeit verspürten. Ja, wir rannten bergab in Richtung jener dumpfen Stimmen, die von der Piazza heraufdrangen. Wir waren eigentlich schon Zeugen der Ereignisse, als wir am Eck vor dem Kaffeehaus Fabris stehen blieben.